Heute ist der große Tag. Sport- und Event-Stammtisch in Köln zum dritten Mal. Wir starten mit einer Diskussionsrunde, haben ein paar Experten aus dem Bereich Profisport eingeladen, die mit Studierenden und Alumni diskutieren werden, was besonders ist an der Sport- und Eventbranche, wie man einsteigen kann und was sie dort erwartet. Fußballspieler hat aber auch nur 10 bis 12 Jahre Zeit, wo der richtig Geld verdient. Wenn ich nur solche Füchse hier sitzen haben wie ein Tim Wiese, der dann nochmal Wrestler werden kann. Letztendlich beim Sponsoring geht es eben schon darum, dass man nicht nur eine Bande hat, eine Trikotbrust hat oder Ähnliches, sondern schon auch die Relevanz für den Konsumenten herstellt. Also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen auch jetzt mittlerweile großgeschrieben wird, ohne genau zu wissen, vielleicht was genau Nachhaltigkeit bedeutet, weil es oft aufs Ökologische oder nur aufs Soziale reduziert wird. Aber es sind eben so drei Säulen, die man eigentlich im Einklang bringen sollte. Jeder Spieler ist ja immer noch er selbst und er kann selber entscheiden, mit welchem Statement er an die Öffentlichkeit geht und mit welchem nicht. Ich fand es rundum gelungen, auch von der Zusammenstellung her, dass wir jetzt wirklich drei Absolventen haben mit mir zusammen dann auch und dann auch noch zwei andere, bisschen erfahrenere Leute aus dem Bereich, sogar einen Profisportler oder ehemaligen Profisportler dabei gehabt haben. Über die Möglichkeiten, sich über Magazine, über Fachmedien zu informieren, welche Berufsfelder es gibt, welche Akteure es da gibt, ist es unersetzlich, etwas direkt von den Beteiligten selbst zu hören.